Ja, hi meine lieben Cakers, ich grüße euch ganz herzlich hier zum nächsten Spiel in Blood Bowl. Jawohl, es wird gezeigt, Blood Bowl 3 von Cyanide und wir gehen sie wieder hinein in die großartig beliebte League of Cakes, die erste große Liga im deutschsprachigen Raum, die es getraut hat, sich mit Blood Bowl auseinanderzusetzen. Und ich habe heute, und das schiebe ich jetzt gleich voran, weil ich so mega mich freue, einen Coach aus der allerersten Stunde dabei, League of Cakes Season 1. Und es ist niemand Geringeres als der gute Angstgegner von Bancake. Das ist Kralli mit seiner Krümelmonster-Cakes-Bande. Ich grüße dich, guten Abend. Ja, moin, moin, aus dem hohen Norden. Ja, ich meine, endlich wieder wir zwei, juhu. Genau. Ja, mal gucken, ob du jetzt heute den ersten Sieg mal gegen mich einfangen kannst. Naja, die Tabelle sagt, ich muss, die sagt aber das Muss ich Gleiche auch. auch zu dir. Das ist halt das kleine Problem an der Kiste. Ja. Wir schauen mal, wie doll deine Jungs draufhauen und wie schnell meine wegrennen können. Genau das trifft eigentlich alles, fasst es sehr gut zusammen. Also Krali, dein Team ist klasse. Ich finde das mega stark. Du spielst es jetzt also sozusagen über anderthalb Seasons und ich sehe eine Menge Block. Also du hast wirklich ganz viel Block da eingestreut. Das finde ich interessant. Also wirklich zwei Sprinter, dann nochmal eine Klaue. Also ich finde es cool, das Team. Ich finde es interessant, weil es somit doch ein bisschen mehr Stabilität bekommt und die Bowstones dich jetzt nicht, sage ich mal, vom Feld fegen, ne? Ja, war jetzt, ist ja so, für mich war das jetzt Standard. Ich dachte, ich muss nämlich ausweichen auf die normalen, sondern die sollen auch mal austeilen können oder sollen vielleicht auch mal die Chance haben, dass sie vielleicht mal stehen bleiben. Das ist richtig. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Entscheidung mit den Skaven, weil ihre Rüstung ist halt, wie sie halt ist. Sie ist halt eine 7er bzw. eine 8er Rüstung. Und da kann es halt dann doch schon mal scheppern. Also das ist halt das. Also von daher finde ich das clever gemacht. Ganz ehrlich. Ja, paar Müssen Random. sie nur noch mal wieder performen. Die letzten drei Spiele ja nicht so, aber dann wird es mal wieder Zeit heute, ne? Ja, heute auf jeden Fall, Auf jeden definitiv. Fall. Es geht mal wieder gegen die Cruella Cakers zu meiner kurzen Entlastung. Ihr seht hier mein Team. Ich habe zwei Ausfälle. Perdita, die Blockerin, fällt aus. Und Lucky mit den Big Hands sind heute nicht dabei. Hat Chaos Gott mal wieder sehr stark zugeschlagen. Eines der brutalsten Teams. Mal wieder hatte eine Doppel-1 das 2:1 verhindert. Diesmal nicht vielleicht ganz so fatal wie beim letzten Mal, aber es ist ein Fluch gegen mich. Und apropos Fluch, Krali, wir müssen es leider tun, damit es alle gesehen haben. Hier ist die aktuelle Tabelle aus Naggarond für euch. Ja, am letzten Spieltag werde ich euch alle noch mal zeigen, alle Ligen noch mal zeigen, ganz, ganz, ganz am Schluss, damit ihr seht, wie es da aussieht. Ansonsten folgt ihr einfach den Link, den ich unten in die Kommentare packe. Und worauf will ich hinaus? Also, Krali, du und ich und wir zwei, wir haben tatsächlich 4 Punkte jetzt aus diesen 5 Spielen geholt. Das ist mager. Aber nichts ändern. Genau, richtig. Das heißt für dich erneut diese Saison, und das soll nicht abwertend klingen bei dem Niveau, ganz im Gegenteil, Abstiegskampf. Wenn wir beide gewinnen, landen wir aber auch direkt wieder, sage ich mal in Anführungszeichen, im Mittelfeld, auch wenn wir ein Spiel weniger haben, ein Spiel dann mehr haben, Entschuldigung, so rum muss ich sagen. Also unentschieden bringt uns nicht wirklich weiter, weil ich sage es ganz ehrlich, bei drei Absteigern braucht man eigentlich 8 Punkte und dann muss man immer noch bibbern. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Wir werden sehen, was die Würfel sagen. Das ist durchaus komplett richtig. Da gibt es nichts zu ergänzen von meiner Seite aus. Ja, ich glaube, ich habe mein Team ist soweit einsatzbereit. Ich muss nichts mehr tun. Hast du noch was zu machen bei deiner Keksbande? Nee. Wollen wir starten? Jupp. Nice! Dann würde ich sagen, klicke ich mal da drauf. Es ist für mich immer eine große Freude gegen dich, Krali. Mal schauen. Das zählt genauso andersrum. Dankeschön. League of Cakes, Spieltag Nummer 6. Wir spielen heute bei mir zu Hause. Ich glaube, das ist ein Heimspiel. Ja, das muss eigentlich ein Heimspiel sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Küste gewählt habe. Oder hast du die Küste gewählt? Nee, das ist bei dir. Auswärts. Ich habe Ich die Küste. Jawohl, auswärts. So ist es. Krümel Monsters Keksbande, gecoacht von dem lieben Krali mit seinen Skaven gegen die Cruella Cakers Chaos Renegades von Ben Gage. Geiles Stadion. Gefällt mir, Krali. Ja, deine Jungs werden da eh seekrank und fallen gleich alle um. Die sind das nicht gewohnt. Ja, Mann. Echt so.
Diese ganzen Wellen und so. Suaron, ich grüße dich. Guten Abend, Suaron. Ruf den Chat. Krali, Krali. Ran. Mal Ich schauen. liebe meine Community. Ach Gott, ich glaube, es schneit oder es regnet. Vorsicht. Für Sieht dein. nach Schnee aus. Ja. Ich finde es auch merkwürdig, dass das jetzt so komisch gemacht ist, ganz ehrlich. 75.000 gibst du mir an die Hand. Sagt das Regelwerk, ne? Naja, wir müssen auf das große Regelwerk hören. Ich hole einen Keck, ich weiß, warum ich das mache, gegen dein Team. Und dann einen Assistant Coach. Mal schauen, ob der mich retten wird. Schneetreiben. Du darfst. Ich bin sehr gespannt, für was du dich entscheidest. Das habe ich mir gedacht. Das ist ein guter Sklavencoach. Erstmal weg die Pille. Noch ganz kurz Werbung für den Kanal von Ginifix. Ein sehr schönes Video gemacht zum Baden-Bashow. Schaut mal bei Ginifix vorbei. Sehr toll. Hier geht es nämlich um ein Turnier am Brett. Und nächstes Jahr werde ich auch ans Brett schreiten und meinen Kopf endlos überfordern und hoffe, den einen oder anderen aus der Community in dem ein oder anderen Turnier zu sehen. Und ich freue mich auch auf neue Coaches. 2025 gibt es keine Ausreden mehr. Also nochmal hier zur Wiederholung: Unschieden für uns beide ist okay, aber dann trotzdem bibbern. Ein Sieg für einen von den beiden wäre natürlich jetzt hier ganz, ganz großes Kino. Würde einiges für uns verbessern. So, meine ganzen Ausfälle erstmal hier kompensieren. Und das waren einige. Power genug ist da trotzdem in dem Team. Ja, ist auch genug Potenzial, es zu verbocken. An der Linie jetzt zum Beispiel schon. Ne? Ja, ich spiele das ja in der DBWC auch, das Team. Ja, die drei Fragezeichen, die haben absoluten Legendenstatus bei mir. Das ist allein wegen dem Teamname schon. Das ist einfach ganz großes Kino. Ja. Zumindest mir immer irgendwas halbwegs Lustiges oder Passendes auszudenken. Also ich find's mega lustig. Auch wenn ja nur zwei bei mir ein Fragezeichen fabrizieren, aber. Was heißt denn hier nur? So, wen darf mein Roger am Anfang gleich kaputt schlagen? Eigentlich ist Ludac der Dritte, das ist schon der Dritte, der ist eigentlich prädestiniert dafür, kaputt zu gehen. Guten Abend, Barry. Dankeschön, wenn wir hoffentlich haben. Ja. Machen wir das so? Ich weiß es gar nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl mit. Da sind wir uns einig. Ja, dann Kralli, auf ein Gutes und viel Ja. Spaß. Guck mal, direkt ein Blitz. Dann ist voll. Machen wir denn damit? Zwei Größen des Blood Bowls hier als Zuschauer. DBBL-Meister und Barry, der große Ausbilder. Baut null Druck auf. Ja, Druck machst du damit, würde ich mal einfach behaupten. Ich habe sowas schon ein bisschen geahnt. Deswegen habe ich mich zur Anti-Blitz-Offensive aufgestellt.
Push it like it's real good. Für die neuen nochmal. Bei einem Blitzaktion dürft ihr nicht rerollen, also bei einem Blitzanstoßereignis. Und wer es nicht weiß, Blizzard minus 1 an einem Rush-Test, also Eile-Test. Und Passus cannot go beyond short pars. Gegen den Trainer, Coach. Doch, doch. Guck mal, dem ist überhaupt nichts passiert. Alles gut. Der liegt da im Schneetreiben und erkältet sich. Das ist durchaus ein denkbares Szenario jetzt, ja. Du darfst schon wieder. Ich habe ja gar nicht lang gebraucht für meinen Zug. Immerhin eine Ratte ist mal stunt. Das ist erfrischend neu. Beatsmaw ist etwas risikoreicher. Kann man machen. Mit einem Power, mit einer 6 geht da einiges. Gerade mit Klaue und Mighty Block können schon ganz böse enden. Tut's aber nicht. Glück gehabt. Nee. Glatt mit 2 Regeln hätt's gereicht. Von mir aus nennt's dann halt Barry Newcomer-Scouter oder sowas. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ja, ist schon mal gut, wenn man Blood Bowl spielt und man nicht mal die einfachsten Sachen im Kopf zusammenkriegt. Aber ich kann nicht bewerben, wie ich möchte. Du darfst es ruhig anders sehen. Und danke für die wunderbare Sache, die du da für mich tust. Bin ganz, ganz, ganz aufgeregt. Meine Frau hat es übrigens auch super gut gefallen. War total begeistert und schon gefragt, wie macht er das? Was hat er da eingesetzt? Was nimmt er da für Farben und so? Die war schon total heiß. Just
wanna say this because of reasons. So, jetzt wieder Konzentration aufs Spiel. Weißen oder silbernen Rüstung würden die im Schnee viel besser liegen bleiben können. Müssen da nicht aufstehen. Dann ist immer ein bisschen eklig. Dann ist... Böse. Aber keine Angst, machen sie ja nicht immer. Hier schaut mal, meine haben im ersten Spiel eigentlich die ganze Zeit fast mitgespielt, da waren die echt sehr gut. Ach ja, machen wir das so, ja? Das waren jetzt 6 Würfel gegen dich, ne? Ne, 6. Mhm. Hm, okay, alles klar. Ich wollte es nur kurz laut ausgesprochen haben. Also 8 Würfel. Hm, okay. Ja, siehste. Nichts passiert, ne? Ja. Jetzt hast du ihn doch. Wow, ein Stunt again. Schon wieder ist dein Zug. So schnell geht das. Richtig Züge fahren hier. Wir lieben Züge. Ja, ist das so geschrieben. Sehr dünn war das Geheimnis. Ja. Trotzdem absolute Begeisterung, absolute Liebe da. Sehr schön, freue ich mich richtig. Mighty Blow gegen den armen kleinen Gromit mit einem Pow. Der Angriff hier auf die Seite. Und er liegt. Aber die Würfel wollen noch nicht so richtig, Krali. Sie wollen noch die nicht so Rüstung richtig. Hält. Ja. 3 Wettertaft. Ist auch kalt bei dem Wetter zuschlagen und so, ne? Ja. Noch mal sich Fingerchen putt und so. Eins. Eieiei. Doppel-Eins. Ja, aber es gibt schlimmere Momente, wo du eine Doppel-Eins ziehen kannst. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Dann ist sie auch weg für das Spiel. Also ich hatte im letzten Spiel rundenübergreifend quasi vier Einsen hintereinander. Erst eine Eins für den Oger, dann in der nächsten Runde wollte ich ausweichen mit einem anderen Spieler Doppel-Eins und dann in der nächsten Runde habe ich mit dem Oger ein Double-Skull gewürfelt. Geil. Das kann was. Was es kann, weiß ich noch nicht, aber das kann was. Ja, das war... Zu eins Risiko, ne? Ja, so einfach geht Blood Bowl. Sind zwar nur Stunt, aber es ist jedes Mal ein Rüstungsbrecher dabei.
Nein, wollen wir nicht? Okay. Das ist schön. Dann bleiben wir so stehen. Das ist okay. Das finden wir nett. Das finden wir super. Ups. Ach, ich wollte da nur langlaufen. Sorry, das war jetzt wegen dem Schneekralli. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da einer liegt. Mensch, Mensch, Mensch. Was sagst du? Das mit deinem neuen Helm ist echt super. Mensch, Sergeant, klasse. Toll, freut mich, dass dir der neue Helm gefällt. Jetzt greift doch nicht mal ein Tackler an, der hat ja fast nichts getan. Oh, jetzt verklicke ich mich auch noch, ich hier nie. Was hast du gemacht? Ein Push-Pow? Ja. Ach so, wolltest du Pow klicken? Ja, natürlich. Also, ja, aber nicht so schlimm. Na doch. Geschafft. Komm zurück. Wow, hat er nicht gemacht. Stark. Du fällst ja auf alles, du siehst meine Spieler ja nicht. Dann fällst du da wieder rauf. Das ist aber nett. Schön, dass du so an mich denkst. Nein? Wechselt ihr euch jetzt ab? Okay. Von mir aus. Wir sind eine faire Mannschaft. Guck mal, der Bert. Können wir dem noch ein bisschen helfen jetzt kurz? Das wäre super nett, wenn du dem da hilfst. Nicht ganz so verkehrt. Was ist denn das da? Das ist ein Briefkasten. Die Briefkastenoma ist ein Lineman. Okay, alles klar. Badly hurt. Ja, ich glaube, jetzt würde ich sagen, das geht heute an dich, der Drops. Noch ist Noch, ja. Zeit, aber. Ja. Ich fühle dich gerade. Ich verstehe dich sehr gut. Schiri, ruft übrigens Suaron ganz laut. Schiri! Weißt du, was er hat? Suaron, du hast gesagt, ich soll dem Gegner Respekt zollen. Und Wörmser hat gesagt, am besten in jeder Runde, Hallo, Kralli? Das ist aber jetzt untersgeben jetzt, also. Und auch noch ein K.O. Jetzt hat er sich wehgemacht wegen dir. Übrigens, Samson der Zweite haut einen der stärksten Spieler der League of Cakes einfach mal K.O. Professor Radigan,
ist hier mal kurz vom Platz. Nice, schön gemacht. Ich wusste es, ich hatte es befürchtet, dass der kommt. Aber, ja, wir wollten mal wenigstens so tun. Jetzt könnten wir mal Skaven Hour machen. Ach, weil der da noch steht. Da steht noch, ja, Achtung, ja. Ja, habe ich nicht gesehen hinter meinem. Ach, was soll der Geiz? Können wir mitleben? Ja, kann man mal mit Block machen, finde ich. Ist eine 90,3%ige Wahrscheinlichkeit, dass nichts Schlimmes passiert. Mit einem Reroll im Gepäck noch, natürlich. Du musst wenigstens so tun, als würdest du. Ja, verstehe ich. Ich verstehe das. Und eins. Vier. Das wäre jetzt aber unfair. Gell? Finde ich auch. Ich finde das Ganze hier zum Kotzen. Besser ist es nicht. Ach, der schöne Block. Ja, aber der drauf, nur da hätte ich doch mal eine 8 plus würfeln können und nicht eine 7. Ja, aber du weißt ja, wie Naffel ist. Ja. Ich höre sie bisher her kichern.
Fast. Ja. Peng. Der war wichtig, Kali. Ja, dass der da mal wieder ein bisschen sagt, ich bin noch auf dem Feld, baue mir kein Iglu. Tja, Fragen über Fragen. Er wird jetzt die Antwort haben. Die Würfel wissen es. Ja, die Würfel wissen es und Naffel weiß es. Er rockt leider. Ja, aber er rockt nicht ausreichend. Er rockt nicht ausreichend, aber ich bin zufrieden. Es ist immerhin, dass ich schon mal nicht auf die Fresse gelegt, sagen wir es mal so, ne? Also. Siehste. Muss man ja alles immer so ein bisschen positiv sehen und so Dinge. Blocken wir denn jetzt noch oder wollen wir nein? Wir blocken noch ein bisschen. So, ich dachte, du nimmst Block. Ich habe das mit dem Denken aufgegeben. So. Nee. Zu befürchten. Der war von mir befürchtet, ja. Einwürfelblock. Pau. Nice. Stark, Krali. Und jetzt aber mal mit, war noch mit Anlauf. Oh, sorry. Und tot, mein schöner kleiner Rolli. Das wäre ja schlimm. Apotheker, du hast doch jetzt promoviert, oder? Ach, der hat eiskalte Hände. Nix passiert. Krali, Alter. Lucky Bencake ist lucky. Mein lieber Mann, ey, was ein Schlag, ey. Leck mich fett von Bert. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, der kam auch mit Vollanlauf gerade an. Aber mit zu. Oh, also, das hat noch keiner geschafft übrigens, Rolli, derart aus der Latschen zu kippen. Also, ich meine, er war kurz im Koma. Ich meine, boah! Bäm! Dafür kommt das Publikum ins Stadion, Kralli. Das stimmt, aber. Der kann ja nach dem Touchdown oder zur Halbzeit spätestens wieder mitspielen, ne? Ja, ja, ich weiß. Ein Tod und Sterben und so, ne? Aber hey, ich bin glücklich, dass er noch da ist, Mann. Da hätte ich mir jetzt wirklich Value rausgekloppt, mein lieber Mann. Oh. Ja. Uff. Selbst für Ratten zu weit.
dass ich den Satz mal hören darf. Ach komm, Junge. Annie, nachdem Bert so gut performt, muss Annie doch mal zumindest einmal dodgen können. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ach, ich hab den einen vergessen. Ach, bin ich blöd. Ach nein. Kannst ja gleich noch holen, meiner wird ja. Nein, das ist zu spät. Ich sag auch mal nichts. Ich sag's nach deinem Zug. Ach Gott. Ich dachte, ich hätte es getan. Naja, egal. Dann ist es jetzt so, wie es ist. Kann man nichts machen. Blöd halt Körper straft. Den Weg hier verbauen.
Scheiße, das habe ich übersehen. Wenn es so fatal ist wie meins, dann Glückwunsch. Naja, das ist ein Kobold, den ich da übersehen habe und ist bei einer 3 plus schon ready. Ach Junge. Okay. Ich dachte, du blitzt den mit dem Ballträger. Ja, hätte ich auch machen können. Nein, lass mich überraschen, was du vorhast. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich bin fest von diesem Blitz ausgegangen. Doch hinterhergehen. Naja, egal. Du bist zu spät. Eins brauchst du doch jetzt gleich. Witzig, habe ich auch gerade eben gedacht. Glückwunsch. Naja, danke schön. Danke, danke, Kali. Splinter mit dem 1 zu 0. Oh, deiner kommt wieder, meiner nicht. Ich muss gerade meinen Dunkelelf beim Tanzen zu gucken, um meine Nerven zu beruhigen, Kali. Alles gut.
Ja, das hätte ich vielleicht, hätte ich da den Reroll nehmen sollen, um den umzuhauen oder so. Das wäre vielleicht Vielleicht, ja. besser gewesen. Ja. Selbst wenn du Wrestling genommen hast, dann. Ja, das war mein Fehler, hätte ich Rio. Selbst wenn es ein Skull geworden wäre, wäre es halt ein Skull geworden, denn. Ja. Weil dann hättest du keine Chance mehr gehabt auf den Touchdown. Ja. Richtig. Aber geh nicht zu hart mit ihr ins Gericht, gell? Ist halt jetzt so entschieden, wie es entschieden ist. Ja. Alles gut, alles gut. Glückliches 1 zu 0 erstmal von meiner Seite aus. Ich musste ganz schön würfeln da dafür. So ist es auch nicht. Nicht unmöglich, ne? Aber es waren halt noch 4 Rerolls an mir übrig. Kann dann klappen, aber ja. Waren auch ein paar Einsen dabei. Aber die haben die Rerolls dann weggehauen. Zum Glück. Ja, dann viel Spaß mit dieser Aufgabe. Ja, die ist quasi zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Muss mich selbst loben. Ich habe mal nicht vergessen, dass du noch einen Zug hast. Ja, Splinter wird immer mehr zum Starspieler hier in dieser Mannschaft. Jetzt wieder bei 6 SPB. Sorry. Entschuldigung. Potenziell ein One-Turn-Touchdown. Versuch von Gralli gegen die Verteidigung. One-Turn-Touchdown Anti-Defense von Ginifix. So oder so ähnlich im Finale aufgestellt. Askia hat es damals versucht, die zu durchbrechen mit seinen Skaven gegen Lizardman. Hier sind aber drei Big Guys vorne. Nicht nur Stärke 4 Sauri und ein Stärke 5 Croxigor. Hier stehen dreimal Stärke 5er ihm entgegen. Und ich lasse mich vom Ja. Grali eines Besseren belehren. Ja, ich habe aber schon was vergessen. Habe schon was vergessen, habe schon Fehler gemacht. Quick Snap, hier steht 5 von 6 Spielern bewegt. Ich kapiere nicht mehr, wie es sein kann. D3 plus 3, also ich vermute mal, dass du 5 Spieler bewegen kannst. Ich beweg, was du bewegen kannst. Das will ich damit sagen. Quick Snap kann das so. Also. Ja, aber ich habe. Hast einen Fehler gemacht, deiner Meinung nach? Ja, auf jeden Fall. Okay, du machst deinen Zug, entschuldige mich aufzubabbeln. Ist eine schlimme Angewohnheit. Ihr müsst übrigens da nie antworten, wenn ich so eine Redeschwall habe. Zwei. Nee, kann ich vergessen, weil ich habe da was übersehen. Shit happens sometimes. Das finde ich jetzt natürlich schade, wenn es so ist. Ich meine auch, ich weiß, was es ist, aber die Profis können sie dann kommentieren. Was hat Kralli übersehen, dass der One-Turn-Touchdown nicht geht? Auch die Neulinge können sich da mal Gedanken drüber machen. Chuggernaut, deswegen der Blitz hier. Schiebt Rolli nach hinten, der glücklicherweise noch auf dem Feld ist. Chuggernaut. Ich habe Frenzy übersehen, dass der den ja zweimal wegbeamt. Ja, das dachte ich nämlich auch. Es kann vorteilhaft sein, aber auch nachteilhaft, ja. Naja, ich hätte da einen noch hinstellen müssen. Dann wäre also zwei hätte ich umpositionieren müssen, dann wäre es mit ganz viel Glück noch gegangen. Ja. Aber so ist es schlecht, einfach schlecht. Ein Reroll noch, ja. Gut, man muss dazu sagen, möchte ich noch erwähnt haben, Kralja gesagt, meiner kommt zurück, seiner nicht, ist natürlich bitter, aber ich habe einen Keck. Also Rolli muss aber echt einstecken. Mein lieber Mann, hä? Das nach dem Schock. Ja, es wäre natürlich cool,
cool gewesen, sag ich mal, wenn deine beiden Big Guys da raus sind, ne? Das War geil gespielt von dir. Oder auch gut gedeist. ja. Ich habe gerade gebetet, glaub mir. Schön. Pünktchen ist Pünktchen. Das stimmt, aber nee, schlecht gespielt. Und wer schlecht spielt, der kann auch das nicht wieder rausholen. Dein K.O. ist zurück. Ja. Schöner wäre es gewesen, wenn beide K.O.s nicht durchgekommen wären, deiner und meiner. Egal, wie rum ich's mach, es gibt jetzt gleich Aua. Mal schauen. Erst gibt's Anne und dann gibt's Inge. Es gibt's an der Fresse und dann gibt's im Gesicht. Genau. So ist der Plan. Oder auch nicht. Jetzt Blitzkorb bin ich schon wieder am Bobo, aber irgendwas ist ja immer, ne? Brauchst dich nicht beschweren, du hast einen gehabt. Ich habe einen gehabt, genau. Genau. Für nü, Besserwisser-Modus. Auf eine zweite schöne Halbzeit im Schnee treiben. Rein damit! Oh, cheering fans for each man, the manner with the rise of Benzo prior to Nuffle the net active. Blessed chat of Nuffle. One of your players without a loaner trade available for this drive gains pro for this match. Ah, without a loaner trade, without a loaner trade. Ich hab mal schon mal knallhart auf was draufgeklickt, dann ene mene mu und raus bist du. Hat er nicht gemacht. Also Gott, ich dachte, er hat ihn gerade gefangen. Yes, Kralli. Entschuldigung, Gott, Herzinfarkt gekriegt. Ist mir dann doch Jo. nochmal durch die Krallen ge. Oh oh. Ah, der hat ja. Pluck. Au. Alter. Und nun wissen Sie, warum der Kralli Block skillt. Ja. Ich verstehe das. Aber ein Push wäre geiler gewesen. Sage ich mal ganz ehrlich. Du kannst nicht alles haben, Kali. Du kannst Genau. nicht alles haben. Oh nein, mein armer Tackler. Oh, au!
Ah, kratze, kratze und tot. Der zweite Tote heute. Du hast gerade übrigens Pongo getötet, einen Dalmatiner. Ich wollte es dir nur sagen. Du hast den kleinen Pongo getötet. Das tut mir beinahe leid. Im Herzen fast weh. Pongo ist gleich tot, habe ich mir notiert. Und das Publikum tobt vor Freude. Zwei Tote heute schon. Wie ich immer von Skaven verdrischt wird. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Der arme kleine Pongo. Mensch, der hat doch random Tackle gehabt. So war Judith. Einfach weggeschnetzelt. Mir nichts, dir nichts. Als hätte er dir was getan. Und mal ein bisschen mit einem Rattenoger spielen und dann das. Zwei. Eins. Leg doch die Katze im Abend früh ins Bett. Ey, das ist die letzten Spiele, brauche ich. Ich brauche so oft eine 3. Und das war gegen Nachtwache auch. Ich brauche die 3 und er würfelt 2 Sechsen beim Abfangen. Ach Quatsch, hier gegen, nicht gegen Nachtwache, gegen Black Panther. Ich sag nix. Ich sag mal, die hauen ja ordentlich zu drauf, meine, aber Ball spielen, was sie eigentlich machen sollten, wird total überbewertet. Echt. Echt so. Okay. Dinge sind, wie sie Dinge sind. Wir müssen sie annehmen. Das bringt mir nichts, jetzt so lange rumzulamentieren. Dieses Schneetreiben macht mich wahnsinnig. Ja, komm, Nägel bei Köppen. Ja. Was willst du da machen? So einfach geht Blood Bowl. Die Würfel das wollen, dann wollen die Würfel das. Aber da steht noch so ein Rattenoger. Ja. Das ist noch nicht vorbei. Nee, aber anstatt dass ich den Ball habe, hast du ihn, ne? Ich weiß. Ich sag da nichts mehr zu. Es ist so dreist. Das heißt, zwei Halbzeiten Defense. Ja. Wenn der ausfällt, egal. Der fällt nicht aus. Der Angriffspunkt bleibt, egal wie auch ich es drehe. Okay. So einfach ist Blood Bowl. Okay, mein Troll hat einen Grafikbug. Falls es dem Publikum auch so geht, er steht neben dem Skaven und nicht auf dem Spieler vom Krali. Also hier steht Bluto. Oder nicht zwischen den beiden, besser formuliert. Ja, da ist der Angriffspunkt. Ja, aber bringt ja nichts. Ja, ich weiß, nicht so viel. Ja, es ist eine krasse Nummer gerade gewesen. 2 in 1 da vorne. Es ist einfach scheiße. Brauchen wir nicht diskutieren. 1. Ja? Jetzt könntest du einen von deinen kloppen. Achso, ja. Denk dran, dass der Pluto an der Linie steht, sozusagen. Und jetzt darf der noch seine Aktion machen, also aufstehen zum Beispiel. Bitteschön. Okay. Hätte ich am Brett auch gemacht. Ich bin ins Gamenflüster, in der Roga-Flüsterer, ich weiß, wie die so machen muss, weiß. Pau! Da ist er, die 6, die benötigt wird, um den Ball zu lösen von Tauser. Ist egal, naja. Folgt 4. Was sagt Naffel jetzt? Er bleibt hier liegen. Okay.
Hätte auch andersrum können, nicht wahr? Das ist ein Geknuddel jetzt hier, mein lieber Mann. Standing Ovations. Ja, komm, was soll der Geiz? Volles Risiko. Push des Trolls auf den Ball. Wie gesagt, sieht gerade echt furchtbar aus. Jetzt ist wieder Grafik richtig. Ey. 6. Meine Werfer, das darf doch nicht wahr sein. Das machen die mit Absicht, Krali. Das machen die mit Absicht. Ja, Glückwunsch. Das. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Sei, schrei nur nicht zu so viel, du hast Ratten. Das ist, Naja, das aber geht ganz schnell. jetzt werden Ratten ordentlich vermöbelt. Das war jetzt ja voll Kontaktsport, den ich da gerade eingegangen bin. Ja, ich weiß. Wenn es geklappt hätte, nice. Mache ich den jetzt schon? Wer steht da? Der Werfer. Okay. Da steht er mit seinem scheiß Clown. Die haben alle keinen Block, meine Jungs. Das ist alles kritisch. Komm. So einfach geht Blood Bowl. K.O. Ich sag ja, jetzt kommt die tödliche Runde für mich. Ein Fehler von mir und das war's. Nee. Ich komm ja nirgendwo ran. Dazu. Du bist Ja. zu tödlich war sie gar nicht, siehst Nö, aber ausreichend, um das. Also mit so einer Spielentwicklung gerade hätte ich auch nicht gerechnet. Du hast noch 4 Rerolls. Das ist, ich muss jetzt hier schon die. Ich bin ja nur in der Verteidigung. Ich muss jetzt irgendwelche Einwürfelblocks hier generieren.
Eins Half-Dice, mit etwas Glück kriegst du einen Two dahin. An der einen Stelle. Oh mein Gott, der Arme, ehrlich. Yes, das muss der einstecken. Tut er ja aber auch. Ja, mache ich die Seite auf, gehst du dahin, mache ich die Seite auf, gehst du dahin. Das ist das Problem. Du beschreibst gerade Blood Bowl ziemlich genau, ja. Ich habe gut lachen jetzt, ja. Ja. Aber dieses Gefühl kenne ich zu gut. Das ist, machst du so rum scheiße, egal wie rum machst, es ist einfach scheiße. Und da ist der Reroll fällig und da ist das Bowstone Block. Oh, okay. Drei. Mich tatsächlich nicht dafür entschieden, zu arg auf die Seite zu committen. Jetzt gucken wir mal, Nö, brauchst du ja auch nicht. So alles. Ob ich da zu arg auf die. Das schauen wir mal, ob ich das noch bereue. Ja, und jetzt kommt Ey. ein Block, den ich auch Angst habe, aber okay.
So, jetzt Risiko. Entweder. Eins, kannst aber wieder einen von deinen eigenen hauen. Ja, aber ich habe jetzt zweimal hintereinander mit einer Eins mit meinen und deine. Ja, und ich verletze mich selber. Das Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön, Quali. Finde ich echt nett, deine Mithilfe. Ich bereue die freche Zunge jetzt gleich. Nee. Na. Ja, es wird immer für den Gegner ein bisschen später angezeigt, das Ergebnis. Ich komme ja keine Chance mehr, in den Ball ranzukommen. Drei. K.O. Ja, später. So laufen die letzten Spiele. Das ist klar, ich muss viel Einserwürfel probieren und so, aber die haben ja teilweise auch geklappt, sag ich mal. Ich habe den Ballträger da ja weggewuppt oder so, aber der Scatter war kacke. Und die 1-2, dass der den Ball nicht aufgehoben hat, hat quasi meine Offense ja komplett rausgenommen. Da war wenig Chance, selber einen Touchdown zu machen. Bis auf den One-Turner, der auch mit drei Go-For-Its auf die 3 plus auch schwierig geworden wäre, noch mit Dodgen und so. Ja. Meine großen Jungs spielen komplett mit. Zweite Halbzeit bis jetzt. Das ist verdient gewonnen. Keine Zeit mehr, du bist. Ich habe zum Glück gerade noch eine Millisekunde gesehen, dass meine Zeit beinahe hätte sich die Quelle nicht bewegt, ey, mein lieber Mann. Beziehungsweise auch den anderen. Das war jetzt knapp. Ich und meine Zeit. Ich stelle dann wieder bei der nächsten Saison auf 3 Minuten Zugzeit rum, damit ich besser klarkomme. Ich bin ja die Liga-Leitungswesen, habt alle Pech gehabt. Hahaha, Edgy Badge, Knetsch, Knetsch. Das steht nicht gut. Das steht nicht gut. Ja, ich muss jetzt zweimal dodgen. Ich weiß. 5, 6, das wird klappen. Um Wanda hin. Nee. Ja, doch, um Wanda hinzukriegen. Einmal ja Klappt. gedodgen. Und der Blitz. In die 6, guck mal. Ja, Geschafft. stimmt. Sorry für mein Geheule. K.O., der wäre normalerweise da nicht gestanden. Schade, Marmelade.
Hätte nämlich normalerweise den Weg zumachen sollen, genau für die Aktion. War ich zu langsam. Ja, aber wenn der irgendwie andere Richtung gescattert wäre, ich ja noch, aber so ist ja. Schwieriger, ja. Soll der Geiz. 5. Zu viele Spieler drumherum. Fast die 6. Und der fängt ihn auch nicht. Der fängt ihn auch nicht. Und nein, jetzt Apo. Komm schon. Rette Krallis Spieler. Ich glaub's jetzt nicht, oder? Okay, kein Kommentar. Kein Kommentar von Ben Cake mehr. Wie ist das ein Sch Spaß. Ja, das war der. Der ist eigentlich wichtiger als die Gutter Runner mit Bewegungsplus. Weil das ist der, der bei mir eigentlich die Aufgabe hat oder die Chance hat rauszunehmen, ne? Ja, ich habe dir gerade einen riesen Genickbruch verpasst und das ist schon. Dieses Spiel depends on the dices, aber das ist schon. Das ist schon. Erste Halbzeit war ja noch ganz. Klar, da hätte ich den, ich sag mal, da hätte ich den Reroll machen müssen, um dich nicht nur zu schieben, vielleicht umzuhauen, dann wäre es 0-0 ausgegangen, aber zweite Halbzeit war ja eine einzige Katastrophe. Ich meine, der Tod da bei dir war jetzt auch bitter, aber der hat, klar, ist Tackle auch schon nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde sofort deinen Lineman tot tauschen gegen meinen Blitzer. Ja. Na, wieder keine Zeit mehr. Du bist. Und dann ist auch. Guck mal, eine seriöse Verletzung. Endlich hat es mal einer gegen den geschafft. Du willst nicht wissen, wie viele Mannschaften versucht haben, dem schon Aua zu machen. Sehe es als Teilerfolg. Schönreden, saufen. Oh Mann. Oh, ich habe ganz vergessen. Naffel wird wohl wohlgesonnen sein bei den Opferspenden, sagst du? Okay. Oh, Prost! Ja, Prost. Zum Wohl. Taurik, ich grüße dich. Hi. Direct gegen den Gobbo. So macht es der Grali. Und recht hat er damit. Schön, dass du da bist, Taurik. Ich hoffe, es geht dir gut. Allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich heute auch. Heute ist immer ein bisschen überschaubarer von der Anzahl, aber ich freue mich über jeden, der da ist. Eins. Und noch ein Toter. Gut, das war jetzt nur ein Line-Red, aber beim Dodgen sterben ist halt natürlich, ja, okay. Überschaubar gut. Boah.
jetzt hast du, glaube ich, nicht ein Reroll gebraucht. In Turn, also hast du in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch alle vier über. Und jetzt auch noch. Nicht schlecht. Kralli, ich sag mal so, normalerweise brauche ich die. Aber nicht heute. Scheiß Zeit, echt ey. Mann. Zwei. Glückwunsch. Und Batman hört, natürlich. Wie soll es denn anders sein? Ach ja. Hi. Ja, genau so ist es. Das beschreibt es ziemlich genau, Taurik. Aber wir hatten auch Ausfälle diesbezüglich, so ist es nicht. Da geht ein Rehwohl weg, ich werde verrückt. Da musste ich meinen Plan kurz ändern.
Ja, Taurek, absolut unterschreibe ich, so wie du das sagst. Alles richtig. Komplett richtig. Schönes Spiel gegen Krali. Ihr müsst wissen, mir ist noch nie ein Sieg gegen Krali gelungen. Ich hatte einmal ein glückliches 2 zu 2 in Season 2 gegen ihn. Erste Season gewinnt er 1-0, da hatte er Chaos Renegades, dann kam es dieses 2 zu 2 zustande. Wir sind dann im Giga-Pokal aufeinander getroffen, da hat er mich auch besiegt, der Krali. Und in der vorigen Saison ist diesem Team auch ein Sieg gegen die Cruella Caycass gelungen. Das ist leider eine 2. 6-6, 4-5. Pass, Boah. 1 und das geht nach da hinten. Das wäre mit Glück dann der Ausgleich gewesen. Ballübergabe da hinten und Touchdown. Ich hätte es ein bisschen gefeiert, aber auch ich hätte auch ein bisschen gebrüllt. Ja. Wäre vielleicht auch nicht verdient gewesen, weil es war jetzt ja schon sehr, sehr viel crazy würfeln. Ja, jetzt brauchen die auch nicht mehr anfangen mit ein- und würfeln. Glückwunsch zum Sieg und wieder kein Touchdown für Skaven. Und wer Skaven spielt und keine Touchdowns macht, aber wenn man noch nie den Ball hat, außer in Turn 16, dann ist auch schwer, ne? Ja. Das war, ich glaube, ja, das war die erste Runde, wo ich den Ball hatte. Ja, außer beim in Turn 8. So, der Nach Koppeln dem muss Touchdown. man, ja. Ja. So, Snoopy. Deine Time to Shine ist jetzt. Mit Blizzard auch unwahrscheinlich 2. Reroll. In die 1. Turnover! Und es geht 1 zu 0 aus. Ich gewinne gegen Krali. Ja, der Blizzard darf man nicht vergessen, Taurek. Ist richtig. Ja, Krali, wow. Das ist mein erster Sieg gegen dich, aber da war viel mit den, das war viel mit den Würfeln auch natürlich. Da braucht man nicht drüber diskutieren, aber ich fand es trotzdem ein spannendes, ein schönes Spiel, muss ich sagen. Erste Halbzeit fand ich auch gut. Würde ich sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Ansonsten habe ich versucht, dich ordentlich zuzustellen, dass du quasi drei, nee, ja doch, drei plus brauchst für den Touchdown. Hätte ich dich vielleicht da umgehauen, wäre es nicht gekommen. Aber in Ja. zweiter Halbzeit war, weiß ich nicht, gefühlt habe ich, glaube ich, auch dann schon ein bisschen, habe ich jetzt auch nicht mehr groß gesehen. Einmal an den Ballträger rangekommen, danach war es echt schwer. Ja, ist so. Also die 2 und die 1 da vorne in der Nähe der Linie, wo meine Big Guys stehen, das ist natürlich Hardcore. Das muss man sagen, weil da ist dann halt schon ziemlich viel Punch da. Du hast ja auch mehrere Runden sozusagen mit deinen Skaven dran gestanden. Ich hätte da im einen Zug diesen Ballverlust noch verhindern können, weil ich hätte den Skaven noch dahin gezogen, aber ich war zu langsam. Sonst so hättest du die Aktion da gar nicht machen können und jetzt nochmal vom Ball getrennt. So wäre es dann eher vielleicht sogar noch zum 2 zu 0 gekommen, ohne das dann irgendwie jetzt dir gegenüber diskreditieren zu meinen. Nö, So wird's, wäre ja auch alles richtig. und so war es halt jetzt dann nochmal ein bisschen Aufregendes um den Ball gehasche, sage ich mal. Aber den Ball dann nochmal vorzubringen, das wollte ich ja nochmal schwer machen, falls er mir jetzt doch mal irgendwie verloren geht. Ja, und genau das sehe ich genauso. Taurek, ein schöner MVP für deinen Samson übrigens. Hier die Punkte für dich. Damit kannst du hoffentlich bald wieder was arbeiten. 10 SPP. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat nur Juggernaut, ne? Du kannst ihm das nächste geben. Ja, du könntest ihm jetzt das nächste geben. Ja, Stärke könnte ich ihm geben oder ich warte ab und versuche noch 4 zu kriegen, um dann ihm Klaue zu geben. Ja, bei deinem Team ist Klaue eher machbar. Also bei Chaos Renegades nehme ich die Klaue nicht mit dem Rattenoger. Weil dann ich den Vorteil mit meiner Rüstung, auf die er da klopft, also sei es auf den Troll oder sei es auf den Oger Naja, oder auf so einen aber dummen andererseits, Lineman, wenn ich ja. eine 1 würfel, dann haut der, obwohl ja, ich habe ja nur Rüstung 7, das ist dann Genau, eher. bei dir ist es egal. Bei dir ist es Naja. also ich finde einen Roger bei den Skaven mit Krallen auf jeden Fall, weil du halt einfach auch die großen wegnehmen kannst oder irgendwas Stärkeres rausnehmen kannst, auch von der Rüstung her. Aber bei den Renegades bin ich da nicht dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen, Das ist was anderes. da zerfetzt du Und dein ich. eigenes Team dann damit. Ja, und ich sag mal, wenn ich sag mal, dein Big Guy, der tot ist, der ja wiedergekommen ist durch den Sunny, Das war mega. wenn,
Wenn der, sag ich mal, raus wäre und der andere K.O. nicht zurückgekommen wäre, dann wäre es auch deutlich schwerer geworden, glaube ich, für dich. Ja. So, aber die sind halt, und bei mir die, ja, der Clown Mighty Blow tot, Blitzer, der war schon sehr ärgerlich. Aber Richtig. halt, wie gesagt, ich kriege keine Touchdowns momentan. Heute war es auch fast unmöglich, weil wenn man nur zweimal den Ball hat, kann man auch selten was machen. Ja. Ich sag mal, der eine wäre, sag mal, wenn der Pass angekommen wäre, wäre es noch eine 3 plus Ballübergabe, dann hätte es ja sogar noch geklappt, aber es war ja schon bis dahin glücklich, dass ich den Ball da überhaupt rausgenommen habe aus der Zone und so. Von daher, nee, verdienter Sieg. Dankeschön. Zweite Halbzeit fand ich jetzt nicht so ein schönes Spiel, aber das lag halt vielleicht auch dran, weil wenn du nur hinterher rennst, erste Ja. Halbzeit versuchst zuzumachen, zweite Halbzeit Ja. und dann, Nee. klar, ich habe zum Schluss ja auch noch welche bei dir rausgenommen, aber es war zu spät. Das hätte Ja. früher kommen müssen, um da noch mal eine Lücke zu kriegen oder so. Alles gut, dann verabschiede ich mich in Saison 2 und dann auch jetzt gleich in die Koje, wenn es okay ist. Das ist völlig okay. Ich danke, dass du noch ein bisschen auf mich kurz gewartet hast. Alles Kalle, ich gut, bin kein noch mal hier Problem. kurz online. Genau. Ich Ja, feiere jetzt den danke. Sieg einfach gegen dich, Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ne? Ja, dann bis übernächste Saison, wenn ich wieder aufgestiegen bin. Oder Edgy mein Team gar nicht mehr lebt oder so. Wer weiß, vielleicht wird es jetzt ja auseinandergenommen. aber letztes Spiel dann noch mal gewinnen, Grali, bitte, damit es richtig spannend wird bei uns in der Liga. Ne? Ja, mal gucken, ne? Noch nicht ganz gegessen. Ich bin noch, Schicken. ne, abwarten. Aber ja, du hast recht. Es ist ja. Aber Ja, danke nee, dir. Abstieg ist jetzt durch. Alles klar, dann Mach's bis bald. gut. Danke, tschüss. Ciao. So, einen Moment, ich muss gerade meine Einstellung hier noch ein bisschen verändern. So, meine Stream-Überwachung wieder richtig einstellen hier. Okay. Huf, wir haben gewonnen. Also Grady hat mit seinen Ausführungen komplett recht. Es gibt nichts, was ich hier widersprechen muss oder ergänzen muss. Ich sag mal so, für mich ist es ein ganz großer Erfolg, jetzt im vierten Anlauf gegen Grally gewonnen zu haben. Ich habe mal wieder ein riesen Zeitproblem gehabt. Ist ärgerlich, dass ich da jedes Mal so viel Zeit verplemper in meinen ersten Zügen. Gut, gegen Ratten muss man halt natürlich noch ein bisschen weiterdenken, finde ich jetzt persönlich, weil sie dann doch mal schnell in Lücken reinkommen und ja, durchstoßen und mal ein Einwürfelpaar von denen gelingt und so. Grally ist ein großartiger Skaven-Coach. Ein absoluter Angstgegner ist er. Hab jetzt dreimal seine Skaven vor der Brust gehabt. Ja, zweimal verliere ich gegen seine Skaven. Einmal in der League of Cakes, einmal im Caker-Pokal. Und jetzt hier kann ich sie jetzt endlich mal schlagen. War aber auch eine gute Mannschaftsleistung. Klasse Teamarzt, muss ich ganz klar sagen. Gibt heute eine direkte Bonusauszahlung, damit weil er Rolli gerettet hat. Gut, wir verlieren heute auch leider den Pongo, müssen ihn betrauern. Da zwei Tote mir zugefügt. Der Krali hat schon hart zugeschlagen. Aber ich verstehe ihn, ich fühle das mit. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ich ihm seinen Main Blitzer getötet habe. Also Bert hier, das war richtig, richtig übel. Der jetzt nicht MVP ist, also der hatte jetzt halt natürlich nochmal hier zugelangt und wie das Schicksal es will, ich nehme ihn dann auch noch diesen Super Blitzer raus. Er stirbt einfach. Ja. Ja, das sind halt so Würfelwürfe. Deswegen, ich fühle das, ich verstehe den Krali. Also ja. Wir gucken mal kurz in die Tabelle rein. Die ist jetzt natürlich noch nicht aktuell. Für diejenigen, die es jetzt verpasst haben, wenn ich es hinbekomme, da haben wir es, die Nagarond-Division. Jetzt also kurz nochmal für euch. Grally hat recht. Also hier ist nicht mehr viel zu wollen. Es sind 4 Punkte. Er hat noch ein Spiel, der liebe Grally. Und darf noch gegen die Quakenburg Rabatak. Ist sehr starker Coach, Jin von Quakenburg. Guten Abend, Natalius. Du kommst ein bisschen spät. Aber schön, dass du noch da bist. Ich gehe jetzt mit 3 Punkten natürlich hier wieder ins Mittelfeld. Temporia mit 7 Punkten bin ich noch nicht durch. Ich konnte Chin schlagen, ich konnte Krali schlagen, ich konnte einen Unentschieden gegen Chaos Cop rausholen. Das ist Glückliches gewesen, nochmal ganz klar. Gegen Ayur habe ich verloren, gegen Black Panther habe ich verloren, gegen Chinifix habe ich verloren. Der letzte Gegner, den ich habe, und da freue ich mich mega drauf, ist Cube Farmer. Wir beide haben noch eine Rechnung aus einem gewissen Regentanz, offenes Paralleleröffnungsspiel damals gegen ihn, mit meinen Proc-Cakers gegen seine Lizardmen. Es waren Lizardmen, die er gespielt hat. Ja, ich weiß noch. Das wird noch interessant hier. Ja,
kann von Glück reden, wenn ich die Liga hier noch halten kann. Ich habe mit den 7 Punkten natürlich jetzt nochmal eine gute Chance. Auch ein Unentschieden könnte mir dann vielleicht sogar reichen mit 8 Punkten, dass ich in der ersten Liga verbleibe. Aber das ist eine harte Geburt, das wird ein hartes Stück am Schluss jetzt natürlich immer gegen Cube. Ja, ich weiß, dass die NFL live ist, deswegen heute auch weniger Zuschauer, aber Krali hat halt eben auch Termine und wir haben gesagt, okay, wir spielen heute und haben direkt hier den Spieltag sozusagen hier eröffnet. Sind ein paar interessante Paarungen dabei. Wird eine coole Sache. Bin mal sehr, sehr gespannt. Vergiss nicht, dass Ginifix versucht, seinen Titel auch zum Bleistift zu verteidigen. Und ja, Ginifix muss jetzt hier nochmal gegen Salzmund Hightowers. Ayur, sehr starker Coach. Und hat dann ganz am Schluss seinen Erzfeind und Rivalen, den Black Panther, vor der Brust, der ja auch gerne Meister werden möchte hier in der League of Cakes, hat bis jetzt nur die DBBL gewonnen im Blood Bowl 3-Bereich. Ganz großartiges Spiel am Schluss gegen Sprinter abgeliefert. Okay, ja. Ich werde diesen Link hier, den werde ich euch reinpacken, dass ihr das dann nachgucken könnt und hier ein paar Sachen nachschauen könnt. Es sind ein paar Sachen kaputt gegangen übrigens, hier aufgrund von Cyanide. Ich werde irgendwie euch am Ende nochmal über all diese Endstände, wie es in den Tabellen waren, wird am letzten Spieltag nach dem Spiel, werde ich euch das komplett durchkauen in allen 4 Ligen und der fünften auch, also die 2 ersten, die 2 zweiten und der 3. Liga, dann halt die Düsterlande noch. Da sind nämlich schon die ersten Liga ist durch. Also Lustria tatsächlich komplett durch. Düsterlande fehlt noch ein Spiel, glaube ich, zum heutigen Zeitpunkt. Ja, und Reikland und Nangeron sind ziemlich gleich auf, wobei Reikland noch ein bisschen weiter vorne ist. Das immer wieder gefragt wird und wahrscheinlich keiner mehr bis hierhin zuhört, ist folgendes: Ihr bekommt alle rechtzeitig Bescheid für die neue Season. Es muss sich keiner Sorgen machen. Diejenigen, die alle in die neue Liga kommen, die da aufgemacht wird. Es fehlt uns eigentlich ein Coach und steht nur noch in Klammern. Also dieser eine Coach ist eigentlich schon in den Startlöchern, der muss sich nur noch anmelden. Dürfen alle mit einem Team ihres Wunsches starten. Für die letzte Season mache ich da nichts mehr. Ihr startet da eh alle mit 1 Million Team Value. Ich packe euch alle in eine Division rein. Und die Terminologie mit dem Auf- und Abstiegen, die bleibt so, wie sie ist. Das heißt also, dass sie von Lustria und Norska runter gehen und halt eben die 4 aus den Düsterlanden hoch und dann ist das schön sortiert und es treffen dann auch Teams mit einem ähnlichen Team-Value aufeinander. Von daher denke ich mal, ist das eine ganz faire Sache und ich freue mich wirklich auf jeden, der da mitmacht. Und dass die League of Cakes jetzt auf 48 oder vielleicht sogar noch mehr Coaches wächst, ist beachtlich. Freue mich mega drüber. Auch die Worte von Krali, die er da am Anfang an mich, an uns gerichtet hat, sind natürlich toll. Geht mir natürlich das Herz auf, weil, wie gesagt, wir haben damals angefangen zu 8 und 2 weilen dann nicht mehr davon unter uns, aber der anderen restlichen 6 sind da geblieben. Und ja, wer zu der Kicker Corporation kommt, dem erwartet die League of Cakes, also das Liga-Format. Wer es schafft, in den ersten beiden Ligen zu sein, manche machen da mit, manche machen nicht mit, sind im Kicker-Pokal dabei, also mit den 32 Coaches im Weltmeisterformat, also schon ein bisschen relevant, wie ihr euch positioniert. Das ist auch schon wichtig, ob ihr überhaupt die Erlaubnis habt, ne? Bis dann die ersten Absagen von den ersten 32. Und dann gibt es noch den Crazy Kicker Cup bei uns, wo ihr random Sachen würfeln könnt. Also kommt vorbei. Es ist was immer für euch dabei, denke ich. Bin ich sehr überzeugt von, dass ihr da irgendwas findet, was zu euch passt. Wir würden uns einfach darüber freuen, wenn ihr da mitmacht. Okay, last but never least, wir gehen jetzt hier gerade nochmal kurz auf die Belohnung, weil ich das mache ich ja immer am Schluss. Das ist nämlich jetzt wichtig hier. Das wollte ich euch noch zeigen, das ist freigeschalten. Ja, cool. Cool, freut mich. Das wird auch höchste Eisenbahn. Also bei den Cruella Cakers geht das natürlich jetzt zum Beispiel nicht. Aber die Pork Cakers, die haben Verhandlungen geführt, haben ihr Eröffnungsspiel ja auch verloren gehabt in der DBBL. Wer es jetzt nicht gesehen hat, wurde einfach hardcore gespoilert. Ich kenne da aber nichts, so bin ich halt. Ja, und jetzt wird hier erste Maßnahme
Herr Griffin, die lieben Ork-Damen gehen weg und wir tauschen das hier natürlich gegen den Squeak und den Goblin. Es wird höchste Zeit, dass wir ein bisschen mehr Party an der Seitenlinie haben. Das ist sehr, sehr nice. Das ist ein absolutes Must-Have. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja, und die Halblinge, muss ich mal gucken, wo sie dann ihren Platz finden werden. Aber sie werden einen Platz finden. Okay, gut. Für heute Abend habe ich fertig. Ich werde noch ein bisschen rumdoktoren an den Cruella-Cakers. Das im tiefen Geheim, sodass Cube Farmer das erst kurz vor Schluss sieht, was ich mich für ihn habe einfallen lassen. Und ja, freue mich einfach, wenn ihr dann wieder dabei seid. Vergesst nicht, in YouTube ein Like dazulassen, Kanal zu abonnieren und wenn Twitch ein Follow da lasst, mega nice. Ich habe auch kein Problem mit, wenn ihr einen Sub reinklatscht. Ja, beim Follow kriege ich es nicht mit. Erst hinterher immer. Und ja, für meine ganzen Suppler, echt danke. Freue ich mich stark drüber. Ja, ich bin emotional aufgeladen. Ich habe gegen Krali gewonnen. Krali ist ein super sympathischer Coach. Krali ist ein super sympathischer Mensch. Ein super cleverer Spieler. Das täuscht hier ganz deutlich die Tabellensituation. Ärgert mich für ihn. Vor allen Dingen, dass ich seinen Blitzer ausgeklopft habe mit Tod. Es ist frustrierend. Und das ist halt leider bei Blood Bowl auch. Es gibt immer wieder Momente, die sind richtig, richtig frustrierend. Man spielt zum Beispiel gegen Raikran. Auch ein total cleverer Coach, super Spieler. Meine Procs haben es einfach nicht geschafft, in den ganzen 16 Zügen, trotz all ihrem Mighty Blow, mal eine von seinen stinknormalen Ziegen auch noch rauszukloppen. Es hat nichts geklappt. Selbstverständlich habe ich das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Aber Raikran hat halt super gespielt. Aber das ist so frustrierend, wenn du nichts rausziehst in dem Spiel. Das ist einfach, also weder Dodges klappen oder sonst, das ist so hart, da müsst ihr so drüber stehen, das ist so schwierig. Kopf hoch, ist nur ein Spiel, denkt da immer dran. Mal gewinnt man, nee, mal verliert man, mal gewinnen die anderen, so rum war das. Gut, hab fertig. Ja, macht mit. Ne? Jetzt anmelden. Link klicken da unten. Discord-Link ist da unten und ein Liga-Link. Ja. Also, in YouTube dann. Tschüss, wenn ich es vergesse, dran mich erinnern. Ihr seid schuld, wenn ich es vergesse. Ciao.